Ja, meine Damen und Herren, begrüße Sie recht herzlich. Musikurgeschichte 8 behandelt die Membranophone, alles was wir als Trommeln bezeichnen, mit fellbespannte Klangkörper. Sie werden aber sehen, es handelt sich nicht nur um welche, die geschlagen werden, sondern auch um verschiedenste andere Arten von klingenden Membranen. Wie gewohnt ein paar Folien zur Wiederholung zunächst. In der letzten Stunde hatte ich das Kapitel der Idiophone abgeschlossen. Es ging da zunächst um die Schüttelidiophone. Verschiedene Arten von Rasseln. Ich hatte erwähnt, dass es von der Natur her verschiedene Rasselkörper gibt. Aus dem Bereich der Zoologie wären das zum Beispiel Schildkrötenpanzer, die man verschließen kann und die Knochen einfach drin zum Rasseln bringen kann. Hier keramische Umsetzung von solchen Schildkrötenrasseln. Gleichzeitig aber auch mit dem Aufkommen der Töpferei begingen bereits im Neolithikum hier verschiedene Keramikrasseln. Hier ein Beispiel von einem Gefäß, dessen Fuß verschlossen wurde und hier ein paar kleine Körper, die zum Rasseln gebracht werden können. Dann in der südosteuropäischen Kupferzeit hier weitere Schildkrötenrasseln und figürliche Rasseln hier in Form von Menschengestalt oder Vögel. Und diese Symbolik der Vögel sehen wir dann hier auch vor allen Dingen in der europäischen Urnenfelderzeit. Diese großen Beigabenensembles in Brandbestattungen der Lausitzer Kultur oder verschiedener anderer urnenfelderzeitlicher Gruppen zeigen uns hier verschiedene Rasselkörper, sowohl Gefäße als auch solche kleinen Wasservögelchen oder kissenartige Gegenstände. Gleichzeitig dann mit dem Aufkommen der Metalle hier in Mitteleuropa beginnen dann solche Rasseln oder Schellen auch in Metall. Hier Beispiele aus der Spätbronzezeit, Sie erkennen es hier an diesem Tüllenbeil. Und hier zwei solche Rasseln. Und dann natürlich ganz prominent hier treten im Eurasischen Korridor zwischen China und Mitteleuropa hier Rasseln auf in Form von solchen Standartenaufsätzen der Skythen. Diese Reiternomaden hatten durchaus großen Wert gelegt auch auf klingendes Zubehör. Da hatten wir ja schon die Glöckchen und abschließend hier noch diese kleinen Schellen. Dann ging es zu den letzten Idiophonen über, diese Lamellen. Idiophone. Und da gibt es im Prinzip zwei Gruppen. Einmal, wenn es eine einzelne ist, dann ist es eine Maultrommel und dann mehrere in Reihe geschaltet. Haben wir hier Lamellophone in großer Vielfalt, vor allen Dingen aus Afrika. Hatte zunächst Ihnen etwas erzählt über die Maultrommeln. Hier Beispiele, die wahrscheinlich schon sehr, sehr alt sind, so 2. Jahrhundert nach Christus. Hier in einfachster Form einfach eine
eine Knochenlamelle, die man durch Schnitzen dann so drei spalten kann, wo man dann den mittleren, die mittlere Zunge zum Klingen bringen kann. Dann gibt es eine schöne Darstellung hier aus einer Monographie, wo wir sehen dann ab dem 13. Jahrhundert durchgehend bis hier um 1900 eine große Zahl an verschiedensten Typen von eisernen Maultrommeln, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie einen eigens gegossenen Rahmen haben und eine aufgenietete oder aufgepunzte, aufgenietete kleine Zunge, die zum Klingen gebracht wird. Das Ganze in Reihe geschaltet ergibt dann diese Mbira oder Sansa-Instrumente, die wir in großer Zahl aus Afrika kennen. Auch dort gibt es eine gewisse geografische Verbreitung dieser Gegenstände, vor allem im heutigen Mosambik, Angola. Das Ganze könnte sehr alt sein, wie wir hier aus historischen Darstellungen sehen, Anfang des 18. Jahrhunderts bereits hier Marimba de Gafri aus einer Buchillustration. Und bis heute werden diese Gegenstände sehr, sehr pragmatisch gefertigt. Hier am Beispiel einer Konservendose. Da haben wir dann so ein kleines Daumenklavier. Ja, damit will ich es mal bewenden lassen für dieses Mal bei der Zusammenfassung, denn das heutige Thema ist sehr weit gespannt. Sie können sich vorstellen, Trommeln gibt es im Prinzip quer durch die gesamte europäische Urgeschichte. Wenn wir aber hier mal uns entlang arbeiten an der Systematik der Bekannten von Hornbostel und Sachs, sehen wir nun, dass wir es mit verschiedenen Arten von Trommeln zu tun haben. Es handelt sich um Membranophone, also gemeinsames Merkmal wäre jedenfalls, dass wir einen Körper haben, ein Gefäß, über das eine Membran, also ein Fell oder irgendein anderer Stoff gespannt wird, der dann zum Klingen gebracht wird. Davon abzugrenzen dann wären als erstes die Schlagtrommeln, ganz evident, also Gegenstände, wo man die Membran direkt anschlägt. Es gibt aber auch eine ganz große, hochinteressante Gruppe der sogenannten Zupftrommeln. Diese Zupftrommeln habe ich im archäologischen Kontext noch nirgends angetroffen. Allerdings können Sie sich vorstellen, dass hier der Nachweis sehr, sehr schwer fällt, denn wir haben zunächst mal nur diesen Körper, an dem die Membran irgendwie befestigt ist und dieser ganze Aufbau von so einer Zupftrommel, also wir bräuchten dann so eine Halterung, an der irgendwie die Seite befestigt ist. Sie sehen hier diese ethnografischen Beispiele. Das alles ist in der Regel aus organischem Material gefertigt und da haben wir sehr, sehr schlechte Erhaltungsbedingungen. Deswegen hier nur diese eine Folie mit diesen ethnografischen Beispielen, damit Sie sehen, worum es sich handelt. Hier mal eine solche Zupftrommel aus Afrika. Wir haben hier so einen wahrscheinlich Kürbis, also einen organischen Behälter, an dem hier an der Unterseite eine Membran aufgebracht ist, also wahrscheinlich ein Fell. Und dann ist hier direkt an der Membran befestigt eine Saite, die hier über diese Halterung gespannt werden kann. Hier oben sehen wir auch einen Wirbel, mit dem diese Saite im Prinzip gespannt werden kann. Und dann ist ganz interessant, man kann hier so zupfen. Wir sehen hier diesen Mann, wie er dieses Instrument spielt. Und die Tonhöhe kann auch verändert werden. Es ist nämlich ein kombiniertes im Prinzip Membranophon mit Chordophon, also kombiniertes Saiten- und Trommelinstrument. Und die Tonhöhe kann verändert werden, indem er hier diese Leisten einfach zusammenpresst und dadurch sich die Spannung auf der Saite erhöht. Also ein Instrument, mit dem man einfach einen Rhythmus erzeugen kann. Hier ein weiteres Beispiel aus dem indisch-pakistanischen Raum. Und da sehen wir, dass es sich um so eine Art Leier handelt, die allerdings auch charakterisiert ist dadurch, dass sie nur eine einzige Saite hat, die nun auf dieser Membran hier aufliegt mit einem Steg und im Prinzip auch dazu dient, dass man einfach einen einzigen Ton erzeugt, der dann noch über diese Membran einen spezifischen Klang erhält. Wir werden am Ende das abschließende Video so ein Instrument sehen, gespielt von einem indischen Musiker, was uns dann dieses Kapitel noch einmal abrundet. Aber interessant ist hier, dass das eine ganz große Gruppe von Instrumenten ist, die wir sehr, sehr gut kennen, die nämlich mit dem heutigen Jazz- und Bluegrass-Ensemble eine große Rolle spielen, nämlich die Banjos, die ja auch vor allem in der amerikanischen Musik, also vor allem Dixieland, sehr, sehr große Bedeutung haben. Und das sind im Prinzip Vorläufer, einfache Vorläufer von diesen Instrumenten. Natürlich ist ein Banjo in erster Linie ein Saiteninstrument, also im Prinzip ein Chordophon. Aber das Spezifikum ist, dass der Klangkörper
aus einer Trommel besteht, die mit einer Membran bespannt ist. Und genau das erzeugt auch diesen spezifischen blechernen Klang, nicht diese Membran, die da schwingt. Manchmal haben wir dann auch wie bei so einer Snare Drum dann noch solche Rasselsaiten hinten angebracht. Das veranlasst uns hier, diese Instrumente auch in die Kategorie hier der Zupftrommeln einzufügen. Ja, was gibt es noch? Reibetrommeln, eine ganz große Gruppe, hochinteressante Instrumente und dann schließlich die Ansingtrommeln, sogenannte Mirlitons, eine Übernahme aus dem Französischen. Und mit dieser Gruppe werden wir uns zunächst beschäftigen. Es gibt einige Beispiele hier, historische Instrumente, nicht diese sogenannten Eunuchenpfeifen. Sie können das vielleicht nicht lesen. Ich lese kurz vor hier Eunuchenpfeife, auch als Zwiebelpfeife bekannt. Diese seltenen Instrumente wurden in Europa im 17. und 18. Jahrhundert hergestellt. Eine durch eine abnehmbare Kappe verdeckte Membran schließt den oberen Rand des Instruments ab, das gespielt wird, indem man in die Öffnung der Kappe spricht oder singt. Nicht? Und da können Sie sich vorstellen, das ist also, die menschliche Stimme wird durch diese Membran im Prinzip so verzerrt, als wenn ich gegen meine Hand spreche, aber diese vibrierende Membran erzeugt eben diesen spezifischen Klang. Das Ganze, können Sie sich vorstellen, könnte auch archäologisch im Prinzip Vorläufer haben. Wir haben hier mal so ein Beispiel, auch ethnografisch hier aus Nigeria, wo wir so ein Horn haben, wo nun auch eine Membran irgendwo innen drin liegt. Und wenn man reinspricht in dieses Horn, wird die menschliche Stimme verzerrt. Ich habe es Ihnen nur nicht mitgebracht, jeder kennt das, aber so eine Tröte oder Kazoo nicht ist genau so etwas. Wir haben hier eine Pfeife im Prinzip. Hier oben ist eine Membran aufgespannt und wenn wir da reinsprechen, reinsingen oder sowas alles, wird dann entsprechend die Stimme hier verzerrt durch diese klingende Membran und erzeugt dieses spezifische Geräusch. Das Ganze gibt es dann auch hier in Form von Pseudoinstrumenten, also als Trompete oder Posaune gearbeitet. Sieht nur so aus. Im Prinzip jeweils haben wir dann hier eine Membran, die dann im Prinzip diesen spezifischen Klang erzeugt. Im einfachsten Falle können wir so eine Ansingtrommel uns selber herstellen, auch indem wir so ein Röhrchen nehmen und dann irgendwie Papier drauflegen. Entsprechend haben diese Gegenstände ja auch hier großen Anklang bei Kindern. Und in der Tat kennen wir die auch als sogenannte Tröten hier oder solche Luftschlangen. Jeder kennt das so vom Kindergeburtstag. Das ist im Prinzip nichts anderes. Er arbeitet dann zusätzlich noch mit diesem Effekt, dass sich diese Luftschlange dann, wenn man reinbläst, aufrollt. Nicht? Aber dieses schnarrende Geräusch ist im Prinzip auch nur so eine kleine Membran, die da zum Schwingen kommt. Und das wäre im Prinzip auch eine klassische Ansingtrommel. Ja, und im einfachsten Falle, das kennen wir auch alle, nimmt man einfach einen Kamm, legt ein Stück Butterbrotpapier drüber und bringt das zum Klingen. Schauen wir auch hier kurz in das Klangbeispiel rein. Mit dem Kamm, ja klar, kennt man sich das Haar. Das ist wahr. Auch mein Nagetierfell, das frisier ich mir schnell. Viele tolle Sachen könnt ihr damit machen. Doch ich blas, wie man sieht, auf dem Kamm ein kleines Lied. Leider hört man das auch. Was soll das heißen? Entsetzen. Du weißt Musik zu schätzen? Das tut weh, Moor! Ja, sowas kommt mal vor. Du bringst mich zum Rasen. Ich soll noch was blasen? Nein! Na, dann fang ich an. Rette sie weg an! Oh nein. Ratte, bitte hör auf. Ja, der großartige Axel Prahl, nicht nur bekannt aus dem Münsteraner Tatort, hier auf einer Kinder-CD als Captain Sharky, nicht? Und Ratte bläst hier auf dem Kamm. Natürlich ist es jetzt diese Frage, ob Kämme
nicht schon immer auch zum Musizieren verwendet wurden. Man kann ja die Zinken eines Kammes anzupfen, dann hätte man wie in der letzten Stunde so ein Lamellen-Idiophon. Das wäre eine Möglichkeit, die sicherlich auch immer wieder genutzt worden ist. Oder man könnte so ein Papier drüber legen und dann hätten wir so eine Ansingetrommel. Es gibt so bestimmte archäologische Fundgattungen, die man immer so schwer unterbringen kann in einer diachronen Betrachtung. Und gestatten Sie mir den Exkurs ein wenig wegzukommen von den Musikinstrumenten und Sie kurz hier zu geleiten durch eine kleine Kulturgeschichte der europäischen Kämme. Schauen wir da mal rein. Sehr, sehr dankbar sind hier vor allen Dingen die Feuchtbodensiedlungen hier im südwestdeutschen Raum, Bodensee, aber auch der Federsee. Vor ein paar Jahren sind diese Siedlungen ja auch in einem gemeinsamen Antrag alpenübergreifend zum Weltkulturerbe erklärt worden. Hier Funde nun aus verschiedenen Seeufersiedlungen, einmal Arbon-Bleiche in der Schweiz und das andere auch Arbon-Bleiche. Und da hätten wir eine erste Gruppe von Kämmen, die wir als Zweigkämme benennen können. Nicht? Das sind so einzelne kleine Zweige, die dann hier irgendwie zusammengebunden sind oben und durch so Querleisten hier in Reihe gehalten werden. Das sind nun Zweigkämme. Davon abzugrenzen sind dann solche Kämme, die gesägt sind aus einem Stück. Das wären dann sogenannte Brettchenkämme. Auch hier Beispiele aus Sipplingen vom Bodensee. Zwei verschiedene Kämme hier, einmal auch mit einer sehr schönen Verzierung. Nicht da ist es nun etwas schwieriger, das auch als Idiophon zu benutzen, weil die halt sehr kompakt sind und man da wahrscheinlich Probleme haben könnte, diese einzelnen Zinken des Kammers zum Klingen zu bringen. Und auch da irgendwie so ein Pergament drüber zu legen, dürfte relativ schwer fallen. Aber wenn wir jetzt hier schauen, die Kompositkämme, das ist das, was uns dann durch die weitere Urgeschichte begleitet. Da haben wir hier zwei Beispiele, einmal aus Botmann und dann einmal Eglisee. Das scheint ein Fundplatz in der Schweiz zu sein. Kompositkämme, da haben wir den eigentlichen Kamm mit den Zinken. Der kann auch so gearbeitet sein als Brettchenkamm, wie in diesem Falle hier, oder als Zweikamm, wie in dem Falle. Und dann hätten wir eine zusätzliche Verstärkung dieser Griffplatte, die dann auch etwas dicker ausfällt und zur Stabilisierung dieses Gegenständes beiträgt. Das sind alles Funde, die so gehören in die Zeit des, ja, ich sag mal so, 4. Jahrtausends, die hohe Zeit der Pfahlbaubesiedlung so im Federseegebiet und am Bodensee, auch die verschiedenen Schweizer Siedlungen, da Züricher See, hier Vierwaldstätter See, da gibt es zahlreiche Siedlungen, von denen nun diese Funde stammen. Und das Interessante ist, die sind hier aus organischen Materialien, im Prinzip alles, was sich so schlecht hält. Die Verwendung von solchen Kämmen ist natürlich naheliegend, nicht? Das hat was mit Körperhygiene zu tun. Man kann damit auch verschiedene Schädlinge, so Läuse, Flöhe oder sowas, alles auskämmen. Aber natürlich auch für ja, so Schönheitsdinge, dass sich eine Frisur feststecken. Nicht daran könnte man denken, wenn man jetzt dieses Steinkistengrab 12 von Lenzburg-Goffersberg sich anschaut. Da haben wir hier nun interessanterweise keine weibliche Bestattung, sondern anthropologisch ist dieses Skelett als männlich bestimmt worden in der zeittypischen Art hier im Neolithikum in Hockerstellung beigesetzt. Dieses zusammengekauerte Hocken im Grab ist charakteristisch für diese Zeit. Nicht, was das damit auf sich hat, ist viel diskutiert worden. Es könnte so eine Reminiszenz sein an das Liegen des Fötus im Mutterleib, nicht, dass der Mensch zurückkehrt am Ende seines Lebens in diese Ausgangsposition. Es könnte aber auch pragmatische Gründe haben, denn die Grabgrube muss dann nicht besonders groß sein, nicht, wenn man den Menschen besonders kompakt so in quasi schlafender Stellung dann zur letzten Ruhe bettet. Und dann sehen wir hier oben hier nur die Fundlage eines solchen, wie wir jetzt wissen, Brettchenkammes. Nicht? Also diese Gegenstände gehören regelmäßig auch zu den Beigaben hier. Wir treffen sie zahlreich in Siedlungen an und deswegen können wir davon ausgehen, dass hier große Gruppen der Bevölkerung über Kämme verfügte, die hier in erster Linie natürlich zur Körperpflege dienten und zum Schmücken, aber die auch hätten potenziell hier natürlich mit all ihren multiplen Funktionen als Musikinstrumente verwendet werden können.
Schauen wir dann in die Metallzeiten. Da können wir dann den Radius etwas ausweiten auf ganz Europa. Wir brauchen nicht mehr diese Feuchtbodenbedingungen, denn metallene Kämme erhalten sich dann vergleichsweise besser. Hier nun Beispiele aus der Bronzezeit in Schweden. Zwei solche Kämme, die auch sehr schön hier im Bügel gestaltet sind durch so ein durchbrochenes Maßwerk. Und dann hier unten weitere Beispiele hier. Onnens am Neuenburger See, nicht das Lac de Neuchâtel in der Schweiz. Auch hier im Prinzip Pfahlbaufunde, die uns hier auch zeigen, nicht diese äußeren Zinken hier auch ornamental gestaltet. Da steckt wahrscheinlich so eine menschliche Figur drin. Dann hier aus dem Süden Europas, aus dem Mittelmeerraum, ein Kamm aus Sparta, das soll auf Attika liegen, ich kenne diesen Ort nicht genau, wird datiert in die mykenische Zeit, hier 13. bis 12. Jahrhundert vor Christus. Und da nun sehr schön, das Ganze ist hier wahrscheinlich aus Knochen gearbeitet und sehr schön ornamental verziert. Es ist auch ganz evident, dann bei diesen Kämmen mit diesen filigranen kleinen Zinken, da brauchen wir eine Säge, um die herzustellen. Also hier auch ein indirekter Nachweis dann von neuen Handwerkstechniken, die möglich sind anhand dieser Funde. Schauen wir dann noch hier in die spätere Zeit, chronologisch sich voranarbeitend, wären sicherlich das hier dann zu nennen, ein Fund hier aus der Toskana, aus Etrurien, hier auch ganz zeittypisch mit solchen, ja, Sphingen, also Frauenköpfe auf Tierkörpern, hier zudem noch geflügelt und dann auch hier mit solchen metallenen Zinken unten. Und hier ein wunderbares Beispiel, dieser Prunkkamm aus einem Kurgan im Dnjepr-Gebiet, also südliches Russland. Und da nun hier Darstellungen, die so in den Bereich der klassischen Antike verweisen. Hier eine Kampfdarstellung, hier ein Pferd liegt am Boden und dann zwei Krieger, die hier nun ein Reiter angreifen. Das Ganze war zu sehen vor wenigen Jahren hier in dieser wunderbaren Skythenausstellung im Berliner Gropiusbau. Dieses Stück gehört ins 5., 4. Jahrhundert vor Christus, wird so in einen Zusammenhang gestellt mit den Skythen, aber es ist ganz klar, hier sind natürlich auch mediterrane Handwerker am Werk. Es ist gut vorstellbar, dass dieses Stück in einer griechischen Werkstatt gefertigt wurde und über Austauschbeziehungen mit diesen Steppennomaden dann in den Bereich des südlichen Russlands gelangte. Und dann abschließend hier die Zeit nun hier nach Christus, des Ende des ersten Jahrhunderts. Dieses Stück ist dann interessant. Es kommt hier aus Skandinavien, Vimose. Ich weiß nicht, wo dieser Fundplatz genau liegt, aber interessant ist hier nun eine Beischrift. Haria, offenbar ein Eigenname, was nochmal zusätzlich belegt, dass diese Gegenstände zum individuellen Besitz gehören und hier durch diese Beischrift des Namens im Prinzip auch als solche gekennzeichnet sein können. Ja, so viel dazu. Kommen wir nun zum nächsten Musikvideo. Schauen Sie kurz rein. Thank you.
ein Instrument, was in der Volksmusik, vor allen Dingen so im Mittelalter, auch auf Mittelaltermärkten heutzutage eine große Rolle spielt. Aber hier wahrscheinlich schon eine sehr, sehr alte Geschichte hat. In Italien werden diese Gegenstände bis heute hier verwendet bei irgendwelchen Umzügen. Und hier nun interessant, ein italienischer Künstler, Musiker, der sich hier damit beschäftigt hat, verschiedene Arten von Reibetrommeln herzustellen. Das ist genau dieses Element, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen wollen. Also das nächste, was wir haben, wären dann die sogenannten Reibetrommeln. Bei uns bekannt als Brummtopf oder Schrummtopf, Reibtrommel, Rummelpott. Das sind volkstümliche Namen für dieses Instrument. In der Folklore und auch in den bildlichen Darstellungen wird das immer so ein bisschen so diesen niederen gesellschaftlichen Schichten zugeordnet. Heutzutage ist dieser Brummtopf ja vor allen Dingen beliebt so bei Kindern und ja, hat natürlich so ein bisschen so einen anrüchigen Klang. Man kann darauf jetzt nicht so großartig viele Tonfolgen erzeugen, nicht abhängig von dem Gefäß, über das die Membran gespannt ist, und von der Spannung der Membran selbst ist halt dieser Ton fixiert und erzeugt dann halt so einen knarzenden Ton. Wir sehen es hier, es gibt so diverse Anleitungen im Internet, wie man so einen Gegenstand herstellen kann. Hier im einfachsten Falle ist das so eine Schweinsblase. Man sieht das hier nicht, die nun so beim Schlachten einfach als Abfall anfällt, die man so aufblasen kann, dann hier ausschneiden und über eine Konservendose spannen, und dann muss man hier nur in irgendeiner Form diesen Stecken befestigen und erhält so einen Brummtopf. Sehr, sehr beliebt ist der Brummtopf, auch als Rommelpot dann bezeichnet, hier in den Niederlanden. Und es gibt auch ein niederländisches Volkslied über den Rommelpot, nicht, wobei in den seltensten Fällen dann dieses Instrument auch zum Klingen kommt. Deswegen habe ich Ihnen gar nichts mitgebracht. Interessant ist hier in meinen Augen für die Archäologie, weil es uns so ein bisschen in die zeitliche Tiefe reinführt, mal eine niederländische Ofenkachel aus dem 17. Jahrhundert, die doch hier relativ eindeutig und identifizierbar eine Figur uns zeigt, die wahrscheinlich hier solche Schellen am Rocksaum trägt und dadurch als Narr oder als Karnevalsteilnehmer hier zu identifizieren ist, und die nun so ein Gefäß unter der Schulter trägt, hier so in den Arm geklemmt, und daran so einen Stecken, an dem die Person dann reiben kann und dadurch solch einen Ton erzeugen kann. Die Niederlande sind ja auch sehr, sehr reichhaltig hier an vor allen Dingen bildlichen Darstellungen, so vor allem des ausgehenden 16., frühen 17. Jahrhunderts, die uns hier in einer wirklich unglaublichen Dichte hier auch materielle Kultur überliefern. Und deswegen ist das ganz, ganz hilfreich. Die älteste Darstellung wäre hier diejenige von Pieter de Bruegel, dem Älteren, und so eine Groteske hier, der Kampf zwischen Karneval und Fasten, hier ganz wunderbar, so ein Wimmelbildchen gemalt, hier mit verschiedenen Gestalten, die auf der Straße sich tummeln und dann verschiedenen Handlungen nachgehen. Alle möglichen gesellschaftlichen Schichten sind hier eingespannt, inklusive der Klerus, der hier aus der Kirche rauspurzelt, hier in schwarzen Gewändern, die Nonnen und so weiter. Nicht? Und das Ganze erklärt sich so: hier auf der rechten Seite sehen wir nun hier die Anhänger der Fasten, hier mit so einem ausgemergelten Typen, der hier auf seinem Wagen, auf einem Stuhl reingerollt werden muss, hier gezogen wird von verschiedenen anderen Gestalten, hier begleitet wird von so einem Zug von frommen Gestalten, die hier aus der Kirche herauskommen. Und auf der anderen Seite die Prasser, nicht, die Anhänger des Karneval, die nun hier mit Spezereien und Getränken diesem Fastenzug entgegenziehen. Und an der Spitze sehen wir hier eine Gestalt, die reitet auf einem Fass, hat hier so einen Spieß in der Hand, wie so eine Lanze, und er zieht nun rauf hier entgegen diesem Fastenzug, reitend auf einem Fass. Und aufgespießt sehen wir dann nun verschiedene Braten, unter anderem einen ganzen Schweinekopf. Und interessant ist nun diese Figur hier im Bildvordergrund, nicht so eine Figur offenbar mit Maske, so fratzenhaft verzerrt, die nun hier so einen Rommelpott hält, ganz eindeutig ein Gefäß mit Henkel, eine Membran drauf,
Und dann hier so ein Stecken. Das Ganze fügt sich ein an eine große Gruppe von Musikinstrumenten. Die Musikinstrumente gehören ja auch zum Karneval dazu. Hier hinter ihm läuft einer mit einer Leier. Und er gibt nun hier offenbar den Rhythmus für so einen etwas obszönen Karnevalsgesang vor. Ja, dann andere Beispiele hier aus dem 17. Jahrhundert. Zunächst mal chronologisch dann jünger noch, während diese drei Gestalten hier, zwei Jungen und ein Mädchen, machen Musik. Und das ist ganz interessant, der rechte Junge trägt hier eine Fiddle, die er allerdings nicht unter das Kinn geklemmt hat, sondern so auf der Schulter spielt. Und das andere sind so volkstümliche Instrumente. Das Mädchen hat eine Rüstung an und hat so zwei Löffel und schlägt auf den Helm ein, also im Prinzip ein Rhythmusinstrument. Und dieser andere Junge hat dann auch wieder so einen Rommelpott, mit dem er hier so den Rhythmus vorgibt. Und dann schließlich hier von Jan Steen, 1660, 62 ist dieses Bild datiert, wo wir hier nun zwei Gestalten sehen, auch eher so untere gesellschaftliche Schichten. Und sie bläst nun auf einer Flöte und er gibt hier den Rhythmus dazu vor auf einem Rommelpott und singt wahrscheinlich hier eine Melodie. Also diese bildlichen Darstellungen, die informieren uns hier sehr umfassend über das Instrumentarium dieser Zeit hier in den Niederlanden oder allgemein im Rheinland. Und wir sehen es, dass hier vor allem diese einfachen Rhythmusinstrumente, sowohl Idiophone als auch im Prinzip immer wieder diese Trommeln und vor allen Dingen hier Rommelpotte, Brummtöpfe eine große Rolle spielen. Ja, und dann ein ganz großer Sprung im Prinzip hinein in die älteste literarische Überlieferung, die wir haben. Hier auf einem Tontäfelchen, tatsächlich also an mehreren Stellen sogar wiedergegeben, gibt es nun literarische Erwähnungen von einem Instrument, was im Zusammenhang uns auch beschrieben wird. Zunächst mal hier zur Lesart. Also das Ganze wird dann als Algarsur oder so bezeichnet. Wir sehen hier diese Umschrift dieser Keilschrift. Und ich zitiere hier aus Schihata 2006, lese ich Ihnen kurz vor. Interestingly, the characteristics of this instrument fit various information collected on the shape and sound of the Algarsur. First of all, it has the shape of a drum with a sur. Und das ist nicht ganz klar, was das ist. Also dann sagt sie dann, probably some kind of a stick, steam or a part of a string instrument. So why not a string or chord? Like the Algarsur, the world string drum, for example, could be held in one hand only. Furthermore, the Algarsur made a thudding or rumbling tune, which may come close to the sound made by a friction drum. Nicht? Und friction drum ist genau das, was wir hier haben. Eine Reibtrommel, das ist einfach nur der englische Name dafür. Und dann zitiere ich weiter. The most important information about its results from its relation to the körn oder chorn. Ne? Und da habe ich Ihnen hier auch eine Darstellung. Das sind diese traditionellen niederländischen Instrumente. Hier offenbar ein Butterfass, was sekundär nun als Brummtopf benutzt wird. Concerning the outward appearance, it is easy to see a friction drum as a horn or the other way around. Even the handling of both objects is quite similar. Nevertheless, this type of percussion instrument is not known from ancient Mesopotamian iconography. Ja? Und dann kommt sie aber hier mit einer Einschränkung, das sehen Sie unten im Bild dann unten rechts. Only one figurine is known to me, which is interpreted as a monkey playing a friction drum. This figurine dates to the 7th, 6th century and may be evidence for the existence of friction drums in ancient Near East. But since it is the only known artifact, the interpretation made here remains a suggestion until more texts and other archaeological sources appear with further evidence on the Algarsur or friction drums. Ja, also hier im Prinzip einen ganz interessanten Fall der Überlieferung. Wir haben das Instrument selbst überhaupt nicht und wir haben auch fast keine bildliche Darstellung, es sei denn, hier dieser Affe würde als solcher interpretiert werden. Das Ganze ist natürlich ein Stück weit spekulativ, aber wir haben die literarische Erwähnung. Ja? Und die literarische Erwähnung, da wissen wir ja bei vielen Dingen nicht, was sie wirklich bedeuten, zum Beispiel Pflanzennamen. Nicht. Und hier wird nun ein Musikinstrument erwähnt. Es wird beschrieben, wie es gespielt wird. Und es könnte sein, dass es sich hier um ein
Brummtopfhandel. Also im Prinzip hier eine ganz interessante Quellenlage. Gut, so viel dazu. Schauen wir nun hier auf diese Darstellung hier in einem dieser Musik-Enzyklopädien. Stammbaum der Membranophone hatte Ihnen nun gezeigt, diese Ansingtrommeln oder Militons, die gehören natürlich auch in diese Gruppe der Membranophone, sind davon aber etwas abgetrennt hier, denn sie haben keinen eigentlichen Gefäßkörper. Dann gehören aber diese Reibetrommeln hier unmittelbar dazu und dann kommt im Prinzip dieser große Bereich der verschiedenen Rahmen, Gefäßtrommeln und davon nochmal abzugrenzen, diese verschiedenen Arten von Röhrentrommeln. Diese gehören nun innerhalb der Systematik von Hornbostel und Sachs zu den Schlagtrommeln, also die 21 hier in ihrer Systematik. Und dann sehen wir nun hier, die können aufgrund ihrer Befestigung des Felles in verschiedene Gruppen geteilt werden. Das Fell kann einmal einfach nur aufgeschrumpft werden und dann an sich so durch diesen Schrumpfungsprozess festhalten. Es kann hier durch Leimen oder Nägeln oder Verschnüren befestigt worden sein. Diese Verschnürung kann dann auch variieren. Es kann auf beiden Seiten dann so verschnürt werden, so im Zickzack oder so wechselseitig hier netzartige Konstruktionen. Man kann diese Membranen auch dann stimmen, indem man diese Schnüre dann irgendwie durch irgendwelche kleinen Pflöcke oder Ventile oder Schrauben irgendwie extra hier befestigt. Das sind hier Beispiele dafür. Hier mal eine Pauke, die man natürlich durch solche kleinen Wirbel hier stimmt. Oder auch, indem man da Gewichte reinlegt. Das wäre allerdings nur eine kleine theoretische Möglichkeit, denn diese Murmeln würden ja dann auch einen eigenen Klang erzeugen. Dann kann man unterscheiden, die Spielseite. Ist sie einseitig oder zweiseitig bespielbar? Ist sie unten offen oder ist der Boden geschlossen? Und dann schließlich spielt noch eine Rolle, wie wir die Trommel anschlagen. Schlagtrommeln können selbstverständlich mit den Händen gespielt werden, mit verschiedenen Arten von Schlägeln, mit Besen, mit kleinen Hämmerchen. Oder wie wir gesehen haben, im Falle der Reibetrommeln kann man auch eine Schnur raufbringen und dann entweder mit einem Leder oder Sie haben es gesehen in dem italienischen Musikvideo, durch Ansprühen, durch Wasser und dann einfach durch die Hände da diesen Sound erzeugen. Also ganz vielfältige Arten, wie man nun dieses ganze organische Material, was noch drumherum kommt, rekonstruieren kann. Es ist ganz evident, in der Archäologie auf der Ebene der Artefakte finden wir natürlich immer nur den Trommelkörper, das eigentliche Gefäß, was dann die Interpretation sehr, sehr schwierig macht. Wir unterscheiden nun unmittelbar geschlagene Trommeln hier in der Systematik von Hornbostel und Sachs 211. Und dann gäbe es hier noch etwas, was davon abzugrenzen ist. Das sind die sogenannten Rasseltrommeln. Auch dafür gibt es weltweit Beispiele. Hier so Beispiele aus Afrika und aus Tibet, also Asien. Da sehen wir es nun hier, zwei Trömmelchen, hier so eine Trommel, die beidseitig bespielt werden kann. Und da sind so zwei Bommeln mit so kleinen Gewichten dran, die dann so durch im Prinzip Schütteln hier zum Klingeln gebracht werden können. Diese haben hier im Buddhismus vor allen Dingen auch also rituelle Bedeutung, also die rufen dann zum Gebet beispielsweise, nicht diese Rasseltrommeln. Die kann man dann auch so in der Hand drehen und dann geht das Ganze sehr, sehr schnell. Ja, schauen wir nun mal die archäologischen Funde durch. Ich beschränke mich hier auf Europa. Selbstverständlich könnte man das ausweiten auf die gesamte Welt. Da fällt im Prinzip kein einziger Kontinent mit menschlicher Besiedlung aus. Beginnen möchte ich hier in der Kupferzeit in Südosteuropa. Eine Tellsiedlung, die heutzutage in einem Stausee versunken ist. Eine Rettungsgrabung hier von Stefan Czochagiew. Ich hatte hier das Glück, dass ich die auswerten konnte. Und im archäologischen Fundmaterial nun zwei besondere Gefäße hier sehr auffällig. Einmal das untere hier, so ein trichterförmiges Gefäß mit so einer merkwürdigen Verschnürung an den Seiten und ein Henkelchen unten drin. Nicht, das könnte nun interessanterweise auch etwas sein, was auf ein Musikinstrument hindeutet. Beispielsweise so eine Friction Drum. Nicht, wenn man da sich vorstellt, dass hier vielleicht eine Membran aufgebracht war und dann hier unten nicht indirekt dann durch die Membran durchgezogen, vielleicht etwas hier dran befestigt war. Interpretiert werden diese Gegenstände dann jetzt aber doch eher so im Zusammenhang mit irgendwelchen Produktionsprozessen als eine Spin Whirl.
oder so wird das Ganze bezeichnet. Nicht, dass man hier so einen Faden durchführen kann, der durch so eine Flüssigkeit durchgezogen wird und dann angefeuchtet besser versponnen werden kann. Doch aber ganz klar, hier in dem Bereich der Membranophone zu gehören, scheint dieser Gegenstand hier oben. Es ist kein eigentliches Gefäß, denn dieser sanduhrförmige Körper ist hohl, also er hat keinen Zwischenboden oder so, sondern der Fuß geht hier fließend über in diesen Gefäßkörper hier oben. Das Gefäß ist dieser Gegenstand ist sehr sparsam verziert hier durch so ein Bogenmotiv. Und dann interessanterweise hier nun diese Nasen an der oberen Schale, die nun eindeutig dazu dienten, dass da irgendetwas befestigt werden konnte und warum nicht eine Membran, die dann hier aufgespannt war und verschnürt an diesen kleinen Zapfen und dann hier im Prinzip, wir hätten so eine einfache Trommel, die man dann so unter den Arm klemmen kann und auf der man musizieren kann. Dass diese Deutung nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, darauf deutet nun dieses Ziermotiv hin, denn wir werden gleich sehen, aus Mitteleuropa haben wir immer wieder Trommeln, die noch viel eindeutiger so von ihrem Aufbau und von ihrer Verzierung so aussehen wie Membranophone heutzutage auch. Zunächst hier aber mal eine chronologische Tabelle, damit wir uns ein bisschen verorten können hier in der Kulturgeschichte. Es ist relativ kompliziert mit der Terminologie. Also in bestimmten Regionen sprechen wir bereits hier vom Neolithikum oder Jungsteinzeit, wo wir in anderen Regionen es noch mit dem Mesolithikum zu tun haben, also mit der Mittelsteinzeit. Das hat etwas zu tun mit der Wirtschaftsweise. Mesolithiker, da gehen wir davon aus, das sind noch Jäger, Sammler und Fischer vor allen Dingen. Und alles, was verbunden wird hier mit dem Neolithikum, mit der Jungsteinzeit, sollten im Prinzip sesshafte Leute sein, die ihre Subsistenz gründen auf primär Ackerbau, Viehzucht, die dann gebaute Häuser haben, Mahlsteintechnologie benutzen und im Prinzip auch Keramik produzieren. Davon nochmal abzugrenzen ist dann hier ein bestimmter Bereich, der so eher nach Südosteuropa verweist, wo wir dann von Eneolithikum oder Kupferzeit sprechen. Beide Begriffe sind synonym zu verstehen, denn Äs ist das lateinische Wort für Erz, übertragen dann Kupfer und bezeichnet hier einen Horizont am Übergang von der Jungstein zur Bronzezeit. Und das, was Bronzezeit nun meint, ist hier in weiten Regionen Europas mit diesen Grünen hier bezeichnet. Schauen wir rein auf diese Folie. Und da sehen wir nun hier, es geht hier los, Ostungarn, Ostslowakei, über Mähren, Böhmen, Österreich, Südbayern, Nordbayern, Württemberg, Oberschwaben, Bodensee, Nordschweiz, Westfrei, Ostfrankreich, der Oberrhein, Niederrhein, Mittelhessen, Niedersachsen, Mittelelbe, Nordostdeutschland, Schleswig-Holstein bis nach Dänemark. Und da sehen wir nun kupferzeitliche Kulturen hier im gleichen Zeithorizont des ausgehenden 5. und dann vor allem des 4. Jahrtausends hier die Badener Kultur mit ihren Vorgängerkulturen. Das ist nun etwas, was wir als Kupferzeit auffassen und das Ganze läuft zeitgleich hier mit dem mitteleuropäischen Neolithikum. Insbesondere sind das hier jungneolithische Gruppen, alles was hellblau ist, und spätneolithische Gruppen. Und demgegenüber dann hier in der norddeutschen Tiefebene die Trichterbecherkultur als älteste neolithische Kultur der Tiefebene und auch dann des südlichen Skandinavien. Und wir sehen, es ist alles zeitgleich, aber wir verwenden unterschiedliche Begriffe. Ja, nun in dieses Jungneolithikum gehört eine große Gruppe von solchen Gegenständen, die nun sehr interessant sind, weil sie reich verziert sind. Und noch viel spannender als die Verzierung selbst sind die Zonen an diesen Gegenständen, die nicht verziert sind. Schauen wir uns das an. Wir haben hier so einen sanduhrförmigen Körper. Auch dieses Gefäß hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber es ist eigentlich kein Gefäß, sondern es ist so etwas Durchgehendes, eine Röhre, eine doppelkonische, die aus zwei ineinandergefügten Trichtern besteht. Wir haben hier so eine Zone in der Mitte, die ohne Verzierung ist, weil sie im Prinzip, wenn es eine Trommel war, wofür ich mich aussprechen würde, dazu diente, dass man dort im Prinzip seinen Arm, das Ding in den Arm klemmt, und da brauchen wir so eine zierlose Zone. Dann hätten wir hier dieses obere Teil, was sehr, sehr reich verziert ist. Dann hier diese Aufhängungszapfen aufweist, die nur interessanterweise hier auch nach unten gebogen sind, damit da die Schnur
besonders gut halten kann. Und dann natürlich ist diese Zone, wo wir hier die Membranen annehmen müssen, unverziert. Und auch natürlich, wenn wir reingucken in diesen oberen Trichter, ist ja dann die Membran drauf und wir erkennen nichts. Deswegen macht es auch keinen Sinn, diese Zone zu verzieren. Und der Gegentest ist dann die andere Seite. Und da sehen wir nun hier, der Fuß dieses Gegenstandes ist auch verziert von der Außenseite und dann interessanterweise auch hier durch Ritzungen auf der Innenseite. Ja? Und das ist im Prinzip das Ausschlaggebende für die Interpretation als Trommel, dass wir nun hier auf der Oberseite diese Membran haben, die aufgespannt ist, die uns hier diese Zone, die eigentliche Spielzone der Trommel, verdeckt. Dann in der Mitte dieses Band, wo der Spieler es unter den Arm klemmt. Und dann hier auf der Unterseite, und das ist ganz interessant, der Spieler hält sie so im Arm und dreht sich dabei, vielleicht tanzt er auch. Und dann immer wieder wird natürlich diese Unterseite der Trommel sichtbar. Und deswegen ist es auch sinnvoll, diese Zone, die dann sichtbar ist für den Betrachter, zu verzieren. Also wir können davon ausgehen, dass hier es offen war und dass dieser Gegenstand in der Regel dazu dient, dass man ihn nicht irgendwo hinstellt, sondern dass man ihn in der Hand hält und dass man diese hintere Seite sieht. Also das wäre im Prinzip dieser Aufbau dieser Zierzonen an diesen Objekten. Diese Trommeln gehören nun regelmäßig in vor allen Dingen Bestattungszusammenhänge hier der sogenannten Salzmünder Gruppe. Ich habe Ihnen hier die C14-Daten mal rangeschrieben, 3500 bis 3200 vor unserer Zeit, also vor Christi Geburt. Und da sehen wir auch hier immer wieder das gleiche Schema. Hier an diesen Gegenständen beispielsweise hier sehr tief angebrachte Zapfen zum Befestigen der Membran. Können Sie sich vorstellen, das zieht dann hier rüber über den ganzen Gefäßkörper und dann auch wunderschön verziert hier der Fuß und auch von der Innenseite dieser Fuß verziert. Hier mal so ein Gefäßspektrum von einer Typentafel, wo wir nun sehen, hier verschiedene Grabbeigaben, dazu gehören natürlich große Gefäße, sehr, sehr schöne Kannen, die hier für Trankspenden oder Beigaben dienten und dann immer wieder hier auch diese Trommeln. Jetzt kommen wir wieder auf unsere bulgarische Trommel aus Djakovo zu sprechen. Nicht sehr, sehr häufig begegnen nun hier an der Unterseite diese Bogenmotive und genauso eins haben wir dort gesehen an dieser einen Trommel aus Djakovo. Und obwohl die jetzt nicht in gleicher Weise verziert ist am Inneren des Fußes, scheint mir dann doch so eine Übereinstimmung gegeben zu sein, zumindest was die Motivik anbelangt. An und für sich ist diese junge neolithische Keramik hier in Mitteleuropa und konkret im Mittelelbe-Saale-Gebiet nicht sehr üppig verziert, mit Ausnahme dieser Trommel. Ja? Und das ist schon interessant. Wir verfügen über einige sprechende bildliche Darstellungen, deswegen auch diese Darstellung hier auf dieser Seite, leider nur fragmentiert. Ein Gefäßfragment, wo wir sehen nun, hier sind so Tiere in Strichzeichnungen wiedergegeben. Kann man nicht sagen, was das nun ist. Aber interessant hier offenbar eine menschliche Gestalt, von der immerhin die Füße und die Arme zu erkennen sind. Und dann so ein Bogen, hier ein Pfeil, der so durchgeht. Offenbar ein Jäger, der nun diesen Tieren hier nachstellt, um sie zu jagen. Also sowas gibt es immer wieder. Ist aber die totale Ausnahme. Denn die meisten Motive auf der Keramik sind dann doch sehr, sehr reduziert, eher ornamental. Wir sehen es hier an diesen Riefen, auf diesen Kannen, nur mit einer einzigen Ausnahme, diese Trommel. Die verweisen nun, hier sehr, sehr oft oder regelhaft immer Ritzzeichnungen auf. Und das ist etwas Besonderes. Ja? Jetzt kann man sich fragen, sind Musikinstrumente häufiger verziert? Nicht? Da muss man sagen, in der Regel nicht. Ja? Also man braucht keine Verzierung drauf. Aber dieses aufwendige Verzieren ist doch ein Hinweis darauf, dass es irgendwie so ein bisschen aus dem üblichen Keramikspektrum auch herausgehoben ist. Schauen wir uns das an hier. Trichterbecherkultur gehen so in den Norden Mitteleuropas rüber nach Skandinavien. Sehen wir nun hier, das Ganze hat eine gewisse zeitliche Tiefe. Es fängt nun an hier in einer frühen Zeit im 4. Jahrtausend, ausgehend von der mesolithischen Erdte-Böhle-Kultur, entwickeln sich hier nach und nach diese sogenannten Trichterbecher, die der Kultur ihren Namen gegeben haben. Dazu gehören dann auch verschiedene andere Gefäße, wie zum Beispiel diese kleinen Kragenhalsflaschen. Und dann hier in einem bestimmten Zeitpunkt, etwa
hier am Ende des vierten Jahrtausends sehen wir dann diese großen, auch wieder doppelkonischen Ständer, die man nun auch wahrscheinlich hier als Trommeln ansprechen könnte, wobei da diese Einteilung der Zierzonen nicht so eindeutig ist wie in den Regionen südlich davon im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Ja, über welche Region sprechen wir hier? Hier eine Karte, ich hoffe, Sie können sich orientieren. Das wäre hier die britische Insel, hier die Niederlande, hier Dänemark mit Jütland und Seeland, Lolland und so weiter. Hier Schonen, das südliche Schweden. Und da sehen wir nun hier verschiedene Gruppen der Trichterbecherkultur, eine Südostgruppe, eine Ostgruppe, eine Südgruppe, eine Nordgruppe, eine Westgruppe. Dann hier verschiedene megalithische Gruppen, Galeriegräber. Michelsberg heißt dieses Phänomen dann bei uns hier in Südwestdeutschland. Pfünen, nicht eine lokale Gruppe der Seen. Und dann grenzt das Ganze hier im Karpatenbecken an die Badener Kultur und die Tripolje Kultur. Schauen wir uns nur eine Gruppe hier an innerhalb dieser Spätgruppen. Das ist hier auch noch erkennbar als so Trichterbecher zeitlich, also nicht direkt Trichterbecherkultur, es ist schon die Wartberggruppe in Hessen. Sehen es hier Beigaben aus einem Galeriegrab, also einem Megalithgrab der Spätzeit bei Fritzlar Lohne. Ganz gut erkennbar über diese Kragenhalsflaschen, die da regelmäßig zu diesen Trichterbechergräbern gehören. Und dann hier relativ eindeutig dann auch solche nicht mal mehr doppelkonischen Gefäße, sondern so bauchige Gefäße mit einem konischen Fuß, die auch hier so eine Möglichkeit aufweisen, solche Schnurösen am oberen Bereich und offenbar zu Trommeln gehören. Interessant nun, diese Gefäße kennen wir nicht nur aus diesen Gräbern, sondern auch aus Siedlungen und zeitgleich, auch wenn wir so ein bisschen schlecht informiert sind über die eigentlichen Häuser, kennen wir solche riesigen Grabenanlagen hier mal in so einer 3D-Visualisierung. Sehen das hier mit so den Personen, also sehr, sehr viel Holz wird da eingeschlagen und in so kollektiven Aktionen, sehr, sehr viele Menschen sind daran beteiligt, werden solche Grabenwerke errichtet. Und man kann sich vorstellen, da kommen viele Menschen zusammen, die dann animiert werden, dann diese Monumente zu errichten. Das sind Gesellschaften, die ein hohes Maß an sozialer Organisation erfordern. Jemand muss einen Bauplan erstellen und dann müssen diese Massen auch motiviert werden. Und man kann sich eben vorstellen, wenn die dort zusammenkommen zu solchen Ritualen und solchen Bauaktionen, das läuft nicht in Totenstille ab, sondern auch da wurde natürlich musiziert. Und in diesem Zusammenhang können wir uns vorstellen, gehören dann auch diese einfachen Membranophone. Weitere Beispiele von südlichen Gruppen der Trichterbecher, hier Walter-Nienburg-Bernburg, auch eine Gruppe aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet. Jahreszahlen sind angeschrieben, so 3200 bis 2800 vor Christus. Und auch hier wieder zahlreiche Funde, die so weitgehend in diesen Bereich der Trichterbecherkulturen verweisen. Aber hier schauen Sie hier und hier ganz deutlich Trommeln, die dann auch ganz spezifisch hier diese Zierzonen aussparen. Also die Mündungszone ist ausgespart, weil darauf ist ja die Membran befestigt. Und hier diese Zone, wo man die Trommel dann unter den Arm klemmt. Und auch hier so ein Beispiel. Dazu dann Steingeräte, das dann hier offenbar alles Grabfunde immer wieder begegnen uns diese Trommeln. Und auffällig ist hier dieser Verzierungsreichtum. Darauf möchte ich noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Nicht, weil ich dran glaube, aber weil es forschungsgeschichtlich von Relevanz ist. In den Anfängen der Urnfrühgeschichtsforschung, so um 1900 und bis in die 30er Jahre hinein, wurde auch vielfach die These geäußert, ob es sich hier nicht bei diesen Darstellungen auf diesen Trommeln auch um frühe Formen von Notationen handeln könnte. Also sprich, die Aufzeichnung von Musik dann auf Keramik. Tatsächlich ist ja hier einiges auch so angebracht, dass es so eine gewisse Rhythmizität nahelegen könnte, also so Striche in einer bestimmten Abfolge. Da könnte man sich vorstellen, ja, so 25 Mal klopfen, dann eine Pause und dann nochmal weiter so. Ich bin da skeptisch. Und zwar nicht aus dem Grund, dass hier ich dem absprechen würde, dass das eine gewisse Struktur hat, die auch musikalisch interpretiert werden kann, sondern einfach aufgrund der Analogie.
Denn wenn wir uns das anschauen, heutige Musikinstrumente, da würde mir eigentlich kein Beispiel einfallen, wo Musik selbst auf dem Instrument notiert worden ist. Sondern es sieht doch eher so aus, als wenn die musikalische Aufzeichnung immer auf irgendwelchen anderen Medien erfolgt, die dann getrennt sind von dem Instrument. Ja, also die Spielanleitung ist in aller Regel nicht aufgebracht auf dem Musikinstrument. Und deswegen sollte es mich wundern, wenn das hier in der Jungsteinzeit in Mitteleuropa anders gewesen wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass es Aufzeichnungen gab, wobei das auch in Frage gestellt werden kann, ob man in Gesellschaften, bevor die Schrift da war, davon sprechen kann. Aber selbst wenn es so wäre, macht es keinen Sinn, die Notation direkt auf das Musikinstrument draufzubringen. Schauen wir nun weiter. Hier mal eine Abfolge, die chronologisch interpretiert werden kann. Mittelneolithische Tontrommeln aus dem Elbe-Saale-Gebiet von Wyatt, der hier nun sehr, sehr viel gearbeitet hat über diese Tontrommeln. Wir sehen es, da ist eine zeitliche Entwicklung drin. Hier unten sind die älteren Trommeln, Bernburg, Walter-Nienburg, dann kommen hier diese Salzmünder-Trommeln. Nicht alle gehören hier irgendwie in Grabzusammenhänge. Und da ist nun interessant, offenbar wird hier auch musiziert am Grab und dann wird dieses Instrument reingelegt in das Grab, denn Sie sehen es hier, sehr, sehr viele sind überliefert, die immer wieder in diesen Gräbern auftauchen. Und hier mal eine Karte. Ich hoffe, Sie können sich orientieren. Hier ist die Elbe. Hier der Harz. Also hier wäre dann im Prinzip Thüringen. Und hier Bayern, das Wesergebiet. Und dann haben wir hier diese verschiedenen Fundpunkte, die uns hier diese Walter-Nienburg-Bernburger Funde anzeigen. Und dann hier mit einer Konzentration hier im Saale-Gebiet dann diese Salzmünder-Gruppe. All das Gräber, aus denen nun diese Trommeln stammen. Ja, so sehen nun Rekonstruktionen aus hier, vor allen Dingen von Frau Pomberger, von diesen verschiedenen Tontrommeln. Die sind nachgefertigt worden und diese Repliken kann man dann natürlich auch bespannen und zum Klingen bringen. Auch hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Hören wir kurz rein. Das überrascht nicht. Man kann verschiedene Töne auf einer Trommel erzeugen, je nachdem, wo man spielt. Ob man sie jetzt in der Mitte anschlägt, dann eher so dumpf und zu den Rändern hin wird es halt heller. Nicht? Und mit diesen Effekten spielt ja ein jeder Trommler heutzutage. Und es ist jetzt nicht weiter erstaunlich, dass hier auch diese Möglichkeit nutzt wurde. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man das Trommelfell selber dann anspannt mit der zweiten Hand, um dann die Tonhöhe zu erhöhen und durch Abspannen, also im Prinzip locker lassen, dann wieder diese dunklen Töne zu ermöglichen. Wenn wir uns diese Funde jetzt anschauen hier, sind die ja vom Aufbau her ganz ähnlich wie diese hölzernen Trommeln, die wir ja gesehen haben in Afrika, diese Djembe. Sie erinnern sich vielleicht an die erste Sitzung, Beispiel des Rhythmus, wo wir gesehen haben, wie so ein Gegenstand gefertigt wird. Und das ist eben auch das große Problem, dass wir nicht wissen, was war da noch da an organischen Materialien. Und nur der Zufall hier, dass diese Gegenstände offenbar für den Grabgebrauch hier halbwegs für die Ewigkeit gefertigt, dann aus einem dauerhaften Material gefertigt werden mussten, aus Ton, zeigt uns dann, dass sie da waren. Im Prinzip kann man auch hier davon ausgehen, dass es sich um Gegenstände handelt, die möglicherweise da waren aus organischen Materialien und die nun hier für den Grabgebrauch in einem anderen Material gefertigt wurden und deswegen überliefert wurden. Gleichzeitig müssen wir das natürlich auch in Rechnung stellen, wenn wir den Sound dieser Gegenstände betrachten, denn eine hölzerne Trommel klingt ein bisschen dumpfer als so eine Keramiktrommel. Aber die Unterschiede sind nicht so gravierend, dass man es jetzt hier nicht völlig in Rechnung stellen könnte. Aber es sollte nicht unerwähnt bleiben. Ja, kommen wir nun zu diesen anderen Trommeln hier, diese Rasseltrommeln, die wir da hatten in dieser Systematik, die ich am Anfang gezeigt hatte. Da ist es natürlich ungleich schwerer zu belegen, dass solche Gegenstände hier auch vorhanden waren. Es gibt einiges so an doppelkonischen Keramikprodukten, die dafür in Frage kämen. Hier von Frau Pomberger sind hier einmal ein Fund aus Roggendorf, und dann hier andere Jaden, Jedenspeigen, nicht? Auf mal hier Fundplätze in Österreich und dann hier
Beispiele der Auniatiza-Kultur, also Frühbronzezeit aus Mitteleuropa, die hier nun eventuell nicht als so etwas gedient haben könnten. Das oberste Beispiel ist dann hier an dieser geschweiften Oberfläche erzeugt worden. Das ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, nicht. Effektiv wäre dann immer, dass es doch plan ist, damit man die Membran aufbringen kann. Und da verweise ich gern auch wieder auf diese Kriterien, diese musikarchäologischen Funktionalität. Nicht? Das ist das wichtige Kriterium für die Fertigung von Musikinstrumenten. Ja, hier mal so eine Trommel aus dem ethnografischen Bereich, wo man dann sehen, das ist alles vollständig aus organischem Material gearbeitet. Da bleibt archäologisch im Prinzip gar nichts erhalten. Ja, wenn wir dann chronologisch hier weiter schauen, die Urnenfelderkultur, die uns ja vor allen Dingen durch diese Rasseln hier sehr, sehr gut bedient, was den musikarchäologischen Bereich anbelangt, ist nun auf dem Bereich der Membranophone ja nicht so gut anzuwenden. Dennoch hier mal diese eine Sache aus Inzersdorf, ob der Treisen einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es hier durchgeht und kein Boden da ist, hier eine Rekonstruktion als so etwas wie eine Trommel, was natürlich im Zweifelsfalle auch angefochten werden kann. Ja, und dann schließlich bildliche Darstellungen, diese Felsbilder aus dem Val Camonica, die nun hier so gehören in die Zeit des ausgehenden Neolithikums. Da gibt es nur alles Mögliche. Zum einen sind diese Ritzungen im Einzelfall schwer zu datieren und zum anderen ist völlig unklar, was da dargestellt wurde. Wir erkennen auf jeden Fall hier menschengestaltige Figuren. Nicht einige haben offenbar Waffen und sind auch irgendwie kostümiert. Entweder sind es so Helmbusche von Helmen und Bärte sind dargestellt, vielleicht auch Frisuren und dann hier so kleine Röckchen und dann eine größere Gestalt hier, die nun so einen Ring hochhält und möglicherweise haben wir es da zu tun mit so einer großen Rahmentrommel, aber das Ganze, Sie sehen es mit dem Fragezeichen hier, als fraglich markiert. Etwas besser wird es dann im Bereich der vorderasiatischen Hochkulturen von der Stele des Ornamu aus Ur, aus der Zeit am Ende des dritten Jahrtausends sehen wir nun hier Gestalten, die eine große Pauke schlagen. Das Ganze wiederholt sich hier in neusumerischer Zeit. Nicht, das wird so ungefähr fast gleich sein, so wie das hier datiert wird. Ein weiterer Fundplatz im Irak. Offenbar kanonische Darstellung, dass wir immer hier diese Riesenpauke haben, die dann von zwei Gestalten geschlagen wird. Also auch große Rituale, die hier durch so Trommelklänge begleitet werden. Ähnlich sehen wir das in Ägypten, da natürlich dann auch vielfältiger. Wir haben so kleine tamburinartige Trommeln, die hier den Tanz von Sklavinnen begleiten, die hier auch mit Klanghölzern oder Kastagnetten im Vordergrund sich bewegen, hier diese Schlägerinnen und dann natürlich diese großen Prozessionen werden dann begleitet von solchen großen Fasstrommeln, die dann geschlagen werden. Hier ein Beispiel aus der Eisenzeit, das Neuassyrische Reich, Staircase, Rasses Karkemisch, Musikant mit Trommel und Blasinstrument, also einer bläst in so ein Horn, vielleicht so ein trompetenartiges oder schalmeiartiges Instrument. Und dann sehen wir hier nun zwei Schläger, die so eine große Trommel bedienen. Und dann hier leider nur in so einer relativ krisseligen Umzeichnung einer Elfenbeinpyxis aus Nimrod, 9. bis 8. Jahrhundert vor Christus, wo wir dann verschiedene Musikanten sehen, interessanterweise dann hier mit solchen waschbrettartigen Gegenständen, so einfache Schrabidiophone, dann Doppelflötenbläser und in der Mitte steht hier auch eine wahrscheinlich weibliche Figur, die so eine Trommel schlägt. Ja, und dann um den Bogen abzurunden, der bemerkenswerte Fundplatz Kara Tepe im südlichen Anatolien aus der Spätzeit der Hethiter, wo die ja nochmal so eine große Blüte entfaltet. Und unter diesen unzähligen bildlichen Darstellungen, die uns ja in alle möglichen Lebensbereiche einführen, dann immer wieder auch die Darstellung von Musizierenden. Sehr, sehr interessant hier ein Harfenspieler und ein Aulosbläser und im oberen Bereich dann Trommelspieler. Und auch hier unten, da sehen wir nun so auch Harfenspieler und Leier. Nicht das eine hier.
in der Frontansicht, Seitenansicht wiedergegeben und dazu dann immer wieder Musizierende, die hier diese Trommeln anschlagen. Kommen wir nun zu einem sehr, sehr ausgefallenen Fundplatz, der aufgrund seiner Überlieferungsbedingungen sehr, sehr dankbar ist für verschiedenste Bereiche der Archäologie. Ich werde auf diesen Eiskurgan von Pasaryk II auch in den nächsten Stunden immer wieder zu sprechen kommen. Und ich denke, jetzt ist es angeraten, den Ihnen hier vorzustellen. Pasaryk liegt nun in einer autonomen Region Tuva. Das ist so im Übergang von Südostrussland zu China im Altaigebirge, die sich dadurch auszeichnet, dass bis vor wenigen Jahren aufgrund der klimatischen Situation durch Permafrost gesegnet wurde. Und jetzt taut das Ganze ab, nicht? Und konfrontiert uns mit diesen ganzen Klimafolgenproblemen. Hier aber eine ideale Fundsituation, denn dieser Tumulus, der hier irgendwann errichtet wurde im 5. Jahrhundert vor Christus, da ist nun diese ganze Grabkammer hier unten, befindet sich im ewigen Eis. Raubgrabungen haben hier stattgefunden, so trichterförmig, die allerdings Gott sei Dank die eigentliche Grabkammer nicht berührt haben. Wir sehen es hier, die sind offenbar vorgedrungen bis an den Rand dieser Grabkammer. Die Grabkammer selbst war dann aber noch für die Archäologen soweit erhalten, dass sie ausgegraben werden konnte, hier von einem großen Team hier, von vor allem russischen Forschern, Publikation von 87 und dann eine ältere bereits von 1970. Und das sind nun die spannenden Funde, schauen Sie sich das an. Ja, wir haben nicht nur einzelne Bekleidungsbestandteile von diesem skythischen Reiterkrieger, wie hier seine Stiefel, sondern auch seine Haut. Ja, mit den Tätowierungen ist erhalten. Wir haben hier eine Rekonstruktion, ganz fantastisch, ja, dieser Tattoos von diesem Krieger. Wir sehen hier, sein einer Fuß war tätowiert und dann auch seine Arme bis auf die Unterarme und den Schulterbereich. Und ganz interessant, da ergibt sich hier so eine Verknüpfung in die materielle Kultur. Die gleichen Motive des skythischen Tierstils tauchen hier nun auf in seinen Tätowierungen immer wieder. Diese wunderbaren Hirsche mit ihren ausufernden Geweihen, die so ornamental hier verwoben sind. Das Ganze dann mit Greifen abwechselnd mit Pferden und dann immer wieder so in so ja, ornamentale Darstellungen übergehend. Hier so ein Raubtierschwanz, der hier das eine Schulterblatt fast vollständig ausfüllt. Ja, zurück zur materiellen Kultur. In dieser Grabkammer fanden sich nun einzelne Möbelstücke, wie zum Beispiel dieser wunderbare Tisch. Auch da sehen wir hier diese Tierornamentik an den Füßen und hier mal so etwas wie ein Schöpfgefäß, wo hier so ein hufförmiger Fuß angebracht wurde. Nicht auch das Dinge, die wir sonst nicht erhalten hätten. Und hochspannend hier nun zwei Musikinstrumente. Einmal eine Leier mit einem Resonanzkasten unten drin, wo im Prinzip auch dieser ja, Holm hier, an dem die Saiten befestigt waren, noch erhalten ist. Ich werde auf dieses Instrument in einer der nächsten Stunden zu sprechen kommen, wenn ich dann über die Chordophone berichte. Für uns ist jetzt interessant hier diese Trommel, weil die aus einem ganz anderen Material nochmal gefertigt wurde, als wir bislang vermuten konnten. Wir haben gesehen, in Afrika bis heute werden diese Trommeln aus Holz gefertigt. Wir haben gesehen, im europäischen Neolithikum haben wir dann Umsetzung dieser wahrscheinlich hölzernen Trommeln in Keramik. Und hier nun haben wir einen Fall, der ist ganz ungewöhnlich. Das ist nun Horn, ja, also von Rindern, das hier verwendet wurde, um diese Trommel zu erzeugen. Ja, das ist die Frage, warum macht man das? Hatte man nicht genug Holz? Auf jeden Fall ist das ein Werkstoff, der uns in seltensten Fällen erhalten bleibt. Und hier sehen wir das nun sehr, sehr sorgfältig, hier auch diese Nähte dann vernäht, dass hier also ein kompakter Körper entsteht. Und damit hätten wir dann diese Trommel. Ja, wie sind nun diese Gegenstände verwendet worden? Man hat diese Bestattung hier von Pasaryk dann auch in Verbindung gebracht mit diesen Schamanen. Hier mal Beispiele, verschiedene Regionen, sowohl Nordamerika als auch hier Sibirien. Das sieht im Prinzip immer ganz ähnlich aus. Ja, wir haben so eine Gestalt,
die jetzt hier sich irgendwie maskiert. Man soll das Gesicht nicht sehen und dann häufig irgendwie noch einen Kopfputz trägt, der so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen der Tierwelt und der Menschenwelt. Das ist ja auch dieser Schamane, der dann so vermitteln soll zwischen der Welt der Geister und der Welt der Menschen, der dann in verschiedenen Zungen spricht. Er gerät in Trance, entweder durch die Einnahme von Drogen oder durch das Einatmen von Dämpfen in so einer Schwitzhöhle. Und dazu gehört dann immer wieder Musik, dieses rhythmische Trommeln, wodurch er dann auch seine Trance noch verstärkt. Das ist so ein gemeinsames Merkmal von all diesen Kulturen hier in der nördlichen Hemisphäre, die ja, ja, wenn man so will, auch geografisch miteinander irgendwie in Beziehung stehen. Es ist nun die Frage, wir sehen nun diese großen Rahmentrommeln hier jeweils in diesen verschiedenen Kulturen. In Pasarück haben wir hier etwas anderes vor Augen, das ist ja diese kleine Trommel, auch diese Leier, das ist nur etwas, was nicht unbedingt jetzt in diesen Bereich gehört von diesen Schamanen. Ich würde eher denken, es ist tatsächlich die Bestattung eines Musikers. Und da gehören nun diese zwei Instrumente hinein. Aber nichtsdestotrotz ist hier immer wieder dieser Schamanismus mit ins Gespräch gebracht worden. Um den Bogen abzurunden, hier nun ein Beispiel aus der klassischen Antike. Auch da haben wir unsere Musizierenden, diese Satyrenumzüge. Hier dieses Beispiel, hier Dionysos mit dem Panther. Wird dann auch begleitet hier Satyren und Mänaden musizieren mit diesen Pantherfällen. Wir sehen hier Doppel-Aulos-Bläser und die Trommel wird geschlagen. Das Ganze offenbar sehr, sehr stark standardisiert immer wieder, weil diese Darstellung hier ganz ähnlich hier auftaucht. Man könnte fast vermuten, es sei das Gleiche, einmal in Schwarz-Weiß, einmal in Farbe. Aber nein, Sie sehen hier, dieser Thyrsus-Stab ist hier angegeben, der fehlt hier. Nicht in den Details ist es dann doch etwas unterschiedlich. Nicht Trommelschläger gehören zu diesen antiken Umzügen immer mit dazu. Gesang und Tanz werden begleitet von diesen rhythmischen Trommelschlägen. Und das ist das wichtigste perkussive Instrument. Und auch dieses untere Beispiel hier, da sehen wir nun den Pan hier, boxbeinig und gehörnt, wie er sich nun hier auch einer nicht etwas schon in die Jahre gekommenen weiblichen Person nähert. Und da ist hier auch das Trinkgefäß bereits ausgefallen, nicht umgekippt am Ende eines solchen Gelages, wie er hier nun tanzt und auch sie so ein bisschen so in koketter Pose hält nun so ein Tambourin in Händen, um dann darauf zu spielen. Also ein ganz ähnlicher Bereich hier, dieses dionysische, bukolische, wo wir diese Musikinstrumente treffen. Ja, und dann eines der schönsten Reliefs, die aus der Antike auf uns gekommen sind, hier aus Pompeji, Villa des Cicero. Da sehen wir nun einen anderen Bereich, der uns normalerweise fehlt, der städtischen Kulturen, mit dem wir rechnen müssen in den Zentren der antiken Welt, das Theater. Ja, diese Masken, die menschliche Gesichtszüge wiedergeben, aber in grotesker Verzerrung, jeweils traurig oder lustig, sehen wir nun diese Schauspieler, die nun hier wiedergegeben sind durch diese Masken in jedem Fall und die musizieren hier auch. Und da sehen wir nun drei Gestalten mit unterschiedlichen Instrumenten. Einmal auch eine Doppel-Aulos-Spieler. Auch die weiblichen Figuren natürlich werden hier durch männliche Schauspieler dargestellt. Dann einer, der so Zimbeln schlägt, also im Prinzip ein Idiophon. Und dann hier einen großen Trommelspieler, der nun hier auch in wunderbarer perspektivischer Darstellung hier diese kleine Rahmentrommel schlägt. Ja. Und im Prinzip jetzt das Ganze dann auszuweiten auch auf die historischen Zeiten ist, glaube ich, wenig sinnvoll. Sie können sich vorstellen, die Welt ist voll mit allen möglichen unterschiedlichen Arten von Trommeln. Das ist im Prinzip ein sehr, sehr einfaches, universell einsetzbares Rhythmusinstrument. Ja, damit wäre ich für die heutige Stunde am Ende und wie angekündigt komme ich jetzt nochmal zu den Zupftrommeln, wo wir leider keine archäologischen Belege auch keine Schriftquellen und keine sonstigen Arten von bildlichen Darstellungen habe. Aber einfach um den Rahmen abzurunden, habe ich gedacht, das Schlussvideo sollte hier mal so eine Zupftrommel zeigen. Wir sehen nun hier einen indischen Musiker, der nur so als Straßenbettler sich hier betätigt. Das Ganze ist ganz interessant. Er hält hier so auch kastagnettenartige zwei Stäbe in der Hand, mit denen er hier so zum Rasseln kommt.
und hier nun seine Zupftrommel, eine Kalebasse, auf die eine Membran gespannt ist und diese Seite, die dann rhythmisch zupft und mit der er dann seinen Gesang begleitet. Damit verabschiede ich mich für die heutige Sitzung. Herzlichen Dank, wie gewohnt, an die Herren hier von der Technik, Regli und Klein. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder das Video schauen. Tschüss. Yeah, I do, but I don't.
कहत कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्वाणी जो नर पद की हरियर रथ लगावे वही गुरु है ज्ञानी।